Grüße aus der Kölner Bucht, Grüße aus dem Rhein-Erft-Kreis und vor allem schöne Grüße aus Pulheim. Ja, jetzt geht's hier hin. Direkt beim Bahnhof rausgekommen, sieht hier diese Barbara-Kapelle wunderschön aus. Barocke Strukturen, oktagonal übrigens. Freunde des Cagefights, Freunde des UFC werden sich freuen über dieses Oktagon-Muster. Und da hinten schon die katholische Kirche, Cosman und Damian. Und hier dieser Park. Ja, ich bin gespannt, was diese Stadt hier zu bieten hat mit seinen rund 54.000 Einwohnern im Rhein-Erft-Kreis. Es wird, glaube ich, hochspannend. Das ist die Kirche Cosman und Damian, die Pfarrkirche. Und Cosmas und Damian, wie man sehen kann, ist architektonisch auch spannend. Der Turm besteht noch aus dem Mittelalter. Man hat jedoch die typisch romanische Struktur. Das Langhaus wurde in den 1960er Jahren hinzugebaut. Deutlich zu sehen hier diese Trennlinie. Jetzt werde ich mal schauen, wie die Innenstadt ausschaut. So, es geht hier in die Innenstadt auf dieser Hauptstraße in Pulheim. Pulheim, ja, die Freunde von dem ZDF-Nachmittagprogramm werden diese Stadt natürlich auch immer gerne hören. Hier finden immer die Bares für Rares Aufnahmen statt in dem alten Walzwerk. So am Rande mal kurz erwähnt. Nördlicher Rhein-Erft-Kreis. Oh, und hier kann man dann einkaufen. Und hier ist eine große Kreuzung. Und dahinter wird es dann noch urbaner. Das ist hier der große Marktplatz. Hier findet sogar gerade ein Markt statt in Pulheim. Ja, wunderschöne Strukturen. Alles, naja, ziemlich nachkriegsartig. Viele Gebäude. Und da schreit doch der Hahn. Also ein Hahn sitzt hier. Ich weiß gar nicht warum. Zumindest auch eine spannende Sache. Der Marktplatz ist auf jeden Fall ziemlich groß und sehr belebt. Und hier ist dann das Wirtshaus am Markt, freistehend. Ist spannend, gefällt mir. Pulheim ist cool. So, jetzt geht's hier durch die Fußgängerzone. Es ist eine kleine Fußgängerzone für diese 50.000 plus Einwohnerstadt. Die Stadt ist natürlich eine von diesen typischen Städten, die wir hier in der Agglomeration Köln haben, die durch die Suburbanisierung geprägt sind und von Suburbanisierungsprozessen maßgeblich sich etablieren konnten. Und da endet schon die Fußgängerzone. Hier ist also ein Kulturzentrum, Stadtbibliothek, sehr modern, sehr lichter, offener, großer Platz hier in Pulheim. Ja, cool. Alle Male Sitzgelegenheiten, also hier kann man den Tag verbringen. Und für die Verwaltungsnerds natürlich noch das Rathaus. Das Rathaus von Pulheim, hier werden die zentralen Hebel gesteuert für die Machtentfaltung. So, und hier vorne haben wir dann noch einen Brunnen. Ja, das war's hier aus Pulheim City, aber es gibt noch eine große Sehenswürdigkeit. Ich verlasse doch nicht Pulheim, ohne das größte Baudenkmal von Pulheim selbst zu sehen. Hier in Pulheim-Brauweiler, etwas südlich des zentralen Pulheims, die Abtei Brauweiler. Eine mittelalterliche Abtei, hier im barocken Gewande. Ja, diese Benediktinerabtei wurde dann hier barock hinzugefügt, später dann säkularisiert und heute Ausstellungsraum, Kulturraum. Wow! Das ist eine spektakuläre Abtei und eine der krassesten Abteien, die ich in der Kölner Bucht gesehen habe. Auch in NRW. Sie ist wirklich sehr, sehr, sehr überdimensional und hat einen wunderbaren Farbton und strahlt dementsprechend auch ein tolles Gefühl aus. Hier haben die Benediktiner gewirkt im Süden von Pulheim. Und heute eine Ausstellungshalle. Erstmal hier über die Straße huschen. Etwas Verkehr ist hier. Ja, hier kommen halt auch nur mit dem Bus hin, in den Süden von Pulheim. Ja, etwas neblig das Ganze. Und das ist ja auch das Center. Wunderbar, wunderbarer Abtei. Hier jetzt im Innenhof der Abtei wird nochmal die Macht deutlich. Da die mittelalterliche Kirche der Abtei Brauweiler. Wow, ein spektakulärer Ort. Hinten gibt es noch den Park. Ich kann mich nicht beklagen. Das war Pulheim in der Kölner Bucht.